Das Smartphone ist in Ungarn zum Symbol des Widerstandes geworden. Tausende demonstrieren seit Tagen auf den Straßen von Budapest mit den leuchtenden Handy-Displays gegen die Pläne der Regierung Orbán, eine Internetsteuer einzuführen. Darin sehen sie eine weitere Beschneidung ihrer Freiheitsrechte. Die Proteste gegen den rechtsnationalen Premier, der vor kurzem die westliche liberale Demokratie in seinem Land für ungeeignet erklärt hat, erreichen damit einen neuen Höhepunkt. Thiel Rüger. Zu Beethovens Fünfter, der Schicksalssymphonie, sammeln sich die Demonstranten am Abend in Budapest. Wir lassen es nicht zu und Orbáns Mafiastaat steht auf ihren Transparenten. Wieder sind es mehrere 10.000, vor allem junge Ungarn, die gegen die geplante Internetsteuer der Regierung Orbán protestieren. Einer von ihnen, Aaron Holosch, Online-Journalist und Blogger. Er sieht durch die Besteuerung die letzten freien Medien im Online-Bereich in Gefahr. Sie werden durch die EU-weit einzigartige Steuer in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Die Medien waren immer ein kritisches Element in der ungarischen Öffentlichkeit. Seit die Regierung vor 4 Jahren begonnen hat, die Pressefreiheit zu beschneiden, sind die Menschen sensibler geworden. Das hat sie nun auf die Straße gebracht. Nach Ansicht politischer Beobachter soll das Thema Internetsteuer zudem ablenken von einem Korruptionsskandal im Umfeld von Viktor Orbán. Am Nachmittag diskutierten die Abgeordneten im ungarischen Parlament erstmals über die geplante Internetsteuer. Als Reaktion auf die Proteste denkt man nun über eine Deckelung nach. 2,30 Euro pro Person und Monat sollen für Privatpersonen maximal anfallen. Doch das kann die Demonstranten in Budapest wohl kaum beruhigen. Schon längst geht es um die absolute Macht von Viktor Orbán. Denn zum ersten Mal wird er auch von Parlamentsvertretern seiner eigenen Partei kritisiert.